Herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Heute möchte ich Ihnen ein nachhaltiges Rezept näher bringen, ein nachhaltiges Rezept mit Fleisch. Wie Sie wissen, produzieren wir Schweine und daher möchte ich Ihnen heute auch mal zeigen, dass Schwein nicht nur Schnitzel hat oder Kampbraten oder Schäufele, sondern ein Schwein hat auch Innereien. Ich habe hier eine Schweineleber. Viele von Ihnen kennen Leber als Leberwurst. Leberklößchen isst man vielleicht noch, aber so die Leber in Scheiben, naja. Jemand, der Gicht hat, sollte die Finger davon lassen. Das sind Innereien schädlich. Also da kann ich keine Werbung dafür machen, dass sie Leber essen sollten. Aber bei allen anderen, die drüber nachdenken, dass man sich nachhaltig ernähren will, da heißt es auch, dass man eben nicht nur die Edelteile vom Fleisch isst oder vom Schwein isst und vom Tier, sondern dass man allen Tieren ihre Wertschätzung, allen Stücken des Tieres ihre Wertschätzung entgegenbringt. Für mich gehört da die Leber auf jeden Fall dazu. Und wie die Leber ganz toll ist, das ist sie für mich die Leber Berliner Art. Das möchte ich Ihnen heute zeigen. Ich habe hier die Leber in Scheiben. Ich habe sie vorbereitet, ich habe die Scheiben geschnitten. Die Scheiben werden nicht gewürzt. Wenn Sie die schon vorher in Salzen und Pfeffern, dann wird die Leber sehr schnell hart. Die wird also erst angebraten und wird dann später, wenn wir sie wieder zum Fleisch geben, mit Salz und Pfeffer überstreut. In die Pfanne gebe ich jetzt Öl. Ich habe die beschichtete Pfanne, da können Sie mit dem Öl ein bisschen sparsamer sein. Ich gebe die Leber kurz in Mehl. Das Mehl ist auch gut, dass wir hinterher eine schöne Bindung in unserer Soße haben und brate von beiden Seiten an. Schneiden Sie aus der Leber immer, wenn Sie selber eine haben, dann wissen Sie es. Und beim Metzger, wenn Sie sie kaufen, sind in der Regel die großen Blutgefäße, die manchmal noch drinnen sind, im Innern der Leber auch schon herausgeschnitten. Ich habe 8 Scheiben oder 8 Stückchen von der Leber, für jeden 2 Stück. Das Mehl lasse ich hier noch am Herd stehen, denn ich werde es dann noch mal verwenden. Während jetzt die Leber von der einen Seite anbrät, sage ich Ihnen, was noch dazu kommt zur Leber Berliner Art. Zur Leber Berliner Art kommen noch Äpfel und es kommen noch Zwiebeln dazu. Die Zwiebeln kommen als Ringe dazu. Wenn Sie die Möglichkeit haben und eine Fritteuse haben, dann schmecken die fantastisch, wenn Sie diese Zwiebelringe in der Fritteuse frittieren. Dann sind sie richtig knusprig und es sind eine Zierde oben noch für die Leber. Wenn Sie aber die Möglichkeit nicht haben, spielt es überhaupt keine Rolle, dass Sie die auch in der Pfanne mit anbraten. Ich habe mir hier 3 Zwiebeln geschält und schneide die jetzt in Ringe. Wenn Sie am Schluss Angst um Ihre Finger haben, dann lassen Sie das letzte Stückchen oder Sie machen sich unten hier so eine Stelle hin, dass Sie die Zwiebel fest aufstellen können. Dann sind halt die äußeren Ringe nicht mehr ganz ringig. Und man kann auch am Schluss bei der Wurzel, wenn man die dann rausschneidet, einfach die Teile noch kleiner schneiden. So, es sind eine ganze Menge Zwiebeln drinnen in der Leber Berliner Art. Ich habe jetzt also hier 3 große Zwiebeln, wenn Sie nicht so große haben. Also ich rechne immer mindestens eine Zwiebel pro Person, denn das gehört einfach dazu. Noch frei. Dann drehe ich meine Leber. Schön angebraten ist von einer Seite. Und auch hier
kommt ein unverwechselbar guter Duft aus der Pfanne. Wenn Sie merken, die Leber brät Ihnen trocken an, dann geben Sie noch ein bisschen Öl mit rein dazu, denn wir brauchen dann für die Zwiebel sowieso noch mal ein bisschen Öl. Und bevor Sie trockene Verbrennungsstellen kriegen, geben wir lieber noch ein bisschen Fett nach. So, ich mache die dritte Zwiebel noch. Sie können natürlich auch die Zwiebeln nur so weit schneiden und können dann den Rest hernehmen und können dafür eine Salatmarinade machen, eine Zwiebel oder anders verwerten, wenn Sie sich nicht so weit schneiden trauen. So zwischen den Fingern ist auch immer nicht ganz ungeschickt, aber so reicht es auch. So, wenn die Leber angebraten ist, schaut schon ganz gut aus hier. Dann nehme ich sie aus der Pfanne, lege sie hier auf meinen Teller nebenhin. Und brate jetzt hier in der Pfanne die Zwiebeln von allen Seiten an. Das dauert einen Moment, bis die Zwiebeln angebraten sind, haben Sie da Geduld. Und am Schluss, wenn Sie Farbe genommen haben, dann gebe ich hier nochmal ein bisschen von dem Mehl mit drüber, um der Soße auch von vornherein noch ein bisschen mehr Bindung zu geben. Und Mehl mit, wenn anröstet, gibt auch noch einen guten Geschmack. So, jetzt kommen wir noch zum ganz typischen für die Leber Berliner Art. Das ist der Apfel, der dazu kommt. Ich habe jetzt hier Äpfel vorbereitet, ich habe sie geschält. Das sind also auch Äpfel aus dem Garten, die Sie jetzt noch verarbeiten können, die Sie hier verbrauchen können. Ich habe sie geschält, ich entferne das Kernhaus mit einem Kernhausstecher, denn wir wollen die Äpfel in Ringen haben. Wenn Sie Glück haben, so wie ich gerade für die Kamera, dann treffen Sie oben rein und unten auch an der richtigen Stelle wieder raus. Aber Sie können sicher sein, das gelingt mir auch nicht immer. Vor allen Dingen sind unsere Äpfel nicht so perfekt gewachsen, wie das oft die Äpfel in Südtirol sind. Hier merke ich schon, wieder Glück gehabt. Das ist, wir haben oft mal ein krummes Kernhaus und dann muss man halt nochmal nachstechen. Na, da ist jetzt mal nebenhin, ist aber kein Problem. Ich ziehe raus und komme von unten nochmal dagegen. Dann passt das. So, unsere Zwiebeln fangen an zu duften. Mal schön wenden. Auch mit der Gabel kann man sie auch immer ganz gut auseinandernehmen noch. Wenn Sie noch ein bisschen Farbe genommen haben, streue ich noch ein bisschen Mehl drüber. In der Zwischenzeit schneide ich dann die Äpfel in Ringe. Durch das Mehl bräunen Sie ihnen auch noch ein bisschen mehr und wie gesagt, Sie binden hinterher Ihre Soße gleich gut mit ab. Ja, das sind die Vor- und die Nachteile der beschichteten Pfanne. Während Sie natürlich in der Edelstahlpfanne viel heißer anbraten können, was den Zwiebeln wiederum gut tut, haben Sie aber auch einen viel höheren Fettverbrauch und es ist schwieriger zu handhaben. Oft klebt Ihnen auch mal das Fleisch an oder die Leber reißt auf. Das macht einfach mehr Probleme. So. Wir lassen hier den mal ein bisschen vor sich hin arbeiten. Ich schneide die Äpfel nicht so dünn, die Scheiben. 4 oder 5 Scheiben, die Apfel. Je groß, kommt darauf an, wie groß der Apfel ist.
Denn er soll ja nicht komplett verkochen, der Apfel. So, wir geben nochmal ein bisschen Fett mit rein dazu, dass man ein bisschen mehr brutzeln. Sie sehen, ich bin am Anfang immer eher sparsam mit dem Fett und dann kann man immer noch nachgeben, wenn es notwendig ist. Aber Sie hören, es geht gleich wieder was ab in der Pfanne, wenn Fett drinnen ist. Wenn es nur trocken röstet, haben wir den Effekt nicht. So, ich fange an, die Äpfel mit reinzugeben. Brate die mit an. So, wenn Ihre Zwiebeln nun schön durchgebräunt sind, geben wir die Äpfel mit rein. Und da sehen Sie, ich bin Apfelliebhaber. Und ich muss natürlich auch sagen, wenn man in so einem Jahr wie heuer sehr viele Äpfel geerntet hat, sollte man auch gucken, dass man sie verarbeitet und isst und nicht nur immer von A nach B glaubt und schaut, welcher verdorben ist und welcher nicht, sondern sich Rezepte aussuchen, wo man viele Äpfel brauchen kann. Das ist hier bei der Leber Berliner Art so. Die Zwiebeln sind unten drinnen, die Äpfel sind oben drauf. Jetzt gebe ich ganz oben drauf noch die Leber wieder zurück in die Pfanne. Und jetzt übersalze ich die Leber. Und dann gieße ich Wasser an. Erst brauchen wir Salz und Pfeffer noch. Und ich mache das jetzt aber auch gleich von beiden Seiten. Jetzt ist die Leber gewürzt drauf, die Zwiebeln unten drinnen, die Äpfel in der Mitte. Jetzt gieße ich Wasser an und lasse meine Leber, schalte runter, es kocht schön. Lass meine Leber noch circa 5 Minuten durchziehen, damit sie auch wirklich durch ist. Und dann gehen wir ans Anrichten. Wow!